habe nicht mit euch gerechnet. Bitte. Ich wollte eigentlich nur friedlich gehen. Ich muss nachladen. Kommt er wieder? Hallo? Ja, das geht auch. Muss ich wegen dir ein Stimpack nehmen? Zum Glück bekommt man das ja ab und zu mal wieder. Hundi, alles gut? Wie sieht's aus? 255. Das ist okay. Ich wollte ab und zu mal versuchen, das wär's. Hallo? Und die? Lass mich. Doch, geht. Wuffi, lass mich mal durch. Lass mich. Geh da. Jetzt geh doch mal. Geh doch mal, Hund. Ein bisschen so schwer. Kommen wir hier rein? Kommen wir da hoch? Kommen wir. Hey, ich komm schon. Geht nicht die ganzen Treppen rauf, um dann aufzugeben. Das machen wir nicht. Ja, da bin ich. Da bin ich. Wie gesagt, die Minen lasse ich mal. Falscher Turm? Okay. Die Entfernung doch nicht ganz so leicht. Aber sie macht mehr Schaden als ich dachte. Da bleibe ich dabei. Jetzt kommst du auch wieder hier raus. Du bist auch ein Schlaufuchs. Du versuchst es doch jetzt auf der Seite. Nee, doch nicht. Anhalten. Auch nicht viel besser. Das hätte ein Treffer sein müssen, oder? Oder muss ich das halten? Ich versuche es natürlich besonders schön machen und so mit Köpfchen ziehen und so. Ist auch egal. So, wo kommt das denn hier noch her? So, ich lasse euch besser mal einmal helfen, wo die sind. Da ist er. Auch so schön weit weg. Mach mal anders. Ich komm zu dir. Ja, Moment, bin auf dem falschen Turm. Ich komm. Falscher. Ich bin platzlos, verpiss dich!
Ich bleibe dabei, eine Werkbank wäre wirklich toll. Ich guck einfach mal, hier ist keine, ne? Ein Hundenapf? Ja, komm, für dich nehmen wir mit. Schon? Ich komme ja schon, Hund. Ich komme ja schon. Keine Werkbank. Leider, leider. Schraubenzieher, ist egal. Die Aluminiumdose nehme ich mal mit. Ich glaube, die ist ein bisschen seltener. Vielleicht haben wir auch bald einen Händler, vor dem wir das ganze Jet verkaufen können. Ein... Oh mein, Baseball. Okay. Ein paar Drogen. So, Kumpel, warst du hier? Da oben wahrscheinlich. Nachladen. Ne, da oben waren wir. Wir haben hier raufgeschossen. Da oben müsste er sein. Irgendwo hier. Gefunden. Ja, aber ich muss mich ein kleines bisschen verstecken hier. Terminal, gibt es irgendwas, was uns hilft, vielleicht? Scheinwerfersteuerung. Nö. Schau mal, das sieht so, so, so toll aus. Ah, die sind über uns. Okay, ich komm. Dann laufen wir da mal rauf. Wo geht's denn rauf? Da geht's rauf. So. Oh Gott, diese ganzen Treppen. Der Schornstein ist noch an. Wir hätten Freunde werden können, ich sag's nur. Eine kleine Kröterkeule. Ah, das ist noch nicht gekriegt. Okay, das war doof. Rib-Eye-Steak. Kommt her! Okay. Jetzt bin ich bereit für euch. Jetzt geht's los. Oh, ich muss nachladen, sorry. Jetzt bin ich bereit. Ich mache euch fertig und ich nehme die Reparaturwackelpuppe mit. Warum mit dem Schiff untergehen, wenn man es reparieren kann? Fusionskerne halten dauerhaft 10% länger. Und wir tragen. Wir tragen zu viel. 316, 315. Wow, das kriegen wir hin. Moment. So, das kriegen wir hin. Ab jetzt dürfen wir nichts mehr mitnehmen. Lass uns einen kurzen Blick über Boston werfen. Okay, ist auf die Entfernung ein bisschen pixelig, gebe ich zu.
Moment, das wäre mir neu. Okay, habe ich noch nicht gesehen. Da ist die Küstenlinie. Boston City mit ein bisschen Vorort. Es geht bis zum Meer. Und das alles können wir noch entdecken. Der Steinbruch, bei dem wir auch schon kurz vorbeigeschlichen sind. Und da müsste irgendwo doch Sanctuary sein, oder? Das war Richtung Norden. Genau, da müsste irgendwo zu Hause sein. Oh Gott, wir werden noch so viel entdecken hier. Das wird noch einen Moment dauern. Irgendwo da unten ist noch jemand. Der kleine Wichser kommt gleich zu dir, Fräulein. Ich sag's dir mal. Hast du irgendwas anderes dabei als die anderen? Was ist Munition dabei? Die nehmen wir mit. Nicht so die super Abkürzung gewesen. So, von da hinten sind wir gekommen. Hier runterspringen wäre eine doofe Idee. Hier runterspringen geht so, Idee. Hier runterspringen, das geht klar. Ach, und schau mal, hier wären wir ziemlich nah an der Fabrik. Hätten wir uns raufschleichen können. Ich weiß, hätte. Ja, dann hätten wir von hier mit dem Snipergewehr auch schon mal ein bisschen dezimieren können. Naja gut, hat ja trotzdem einigermaßen geklappt. Gucken. Wir wollen ja zurück nach Sanctuary und spätestens da haben wir unsere Werkstatt, da haben wir unsere Werkbänke, da können wir dann alles machen. So, unsere Aufgaben. Da wollte ich auch mal kurz gucken. Irren ist menschlich, das müssen wir ein kleines bisschen später machen. Sanctuary, versorge die Siedler mit Lebensmitteln, das können wir jetzt machen. Berichte den Siedlern von Ten Pines Bluff von deinem Erfolg, können wir auch gerne machen. Und Diamond City machen wir ein kleines bisschen später. So, wenn wir nach Hause wollen, dann gehen wir jetzt einfach diese kleine Ministraße, dann links, rechts und dann immer geradeaus. Ja, und speichern ist wichtig. Und wir kümmern uns um unseren Level Up. So. Können wir, ich habe ein bisschen davon geschwärmt, können wir den mysteriösen Fremden schon... Oh ne, Glück 4 brauchen wir davon. Und Anfang habe ich ja gesagt, ist es immer gut, wenn wir mehr mitnehmen können. Level 10 sind wir noch nicht, also der starke Rücken, der bringt uns noch nichts. Der Schlossknacker, also wir könnten die verbesserten, kommen wir schon rein. Und wir könnten jetzt auch schon Expertenschlösser, das könnten wir auch schon machen. Aber ich habe was anderes gesehen, die Sache mit den Stimpacks. Stimpaks stellen 50% verlorene Gesundheit wieder her und Railway entfernt noch mehr Strahlung. Das brauchen wir. Wir haben zwar ein paar Stimpaks, ich glaube jetzt 11. Wenn die ein kleines bisschen mehr
bisschen mehr Heilung geben. Ist das doch nicht schlecht. So, es wird leider wieder dunkel. So, was habe ich gesagt? Diese kleine Straße und dann links, rechts, ne? Das heißt so... Hier. Nö. Geht auch. Geht auch. Wir können einfach hier außen rumlaufen, aber... Das ist ja ein bisschen direkter hier, oder? Unser Trip ist leider vorbei. Jo, was denn? Und wenn wir wieder in Sanctuary sind, dann fragen wir mal, ob jemand anders uns begleiten will. Vielleicht ja Godsworth. So, ist das schon die Kirche von Concord? Das müsste sie sein. Jetzt sind wir auf dem Weg. Immer geradeaus und dann sind wir schon gleich wieder zu Hause. Im Verlauf des Spiels werden wir wahrscheinlich nicht immer von A nach B laufen. Also spätestens wenn wir weiter in den Süden gehen, dann wird das doch immer ein bisschen zu viel. Aber gerade am Anfang ist es, glaube ich, vollkommen okay, wenn wir, einfach mal zu Fuß. Trudy. Her mit der Ware. Du schuldest uns was. Von mir kriegt ihr giftverkaufenden Camps-Dealer gar nichts. Wisst ihr, was dieser Dreck aus meinem Sohn gemacht hat? Er wusste, was er da kauft, Trudy. Nicht unsere Schuld, wenn er hinüber ist. Also zwing mich nicht dazu, in deinem kleinen Handelsposten rumzuballern. Hey, hey, immer mit der Ruhe, Waldbürschchen. Das geht dich nichts an. Wir können es ja mal versuchen. Sieht aus, als gäbe es Probleme. Kann ich helfen? Helfen? Was bist du? So eine Art Söldner? Vielleicht kannst du Trudy ja zur Vernunft bringen. Ja. Ich rede mit ihr. Vielleicht können wir das klären. Sehr gut. Wenn was schief läuft, sind wir hinter dir. Und da sind wir doch in eine kleine Quest reingeraten. Auf Bestellung, sprich mit Trudy. Trudy ist die Besitzerin dieses anscheinend noch geöffneten Diners. Ja, dann gehen wir doch da mal rein. Hallo? Ist jemand zu Hause? Ja, nee, Hund, ist klar. Geh ruhig. Trudy. Ich habe gesehen, wie du mit diesem Giftverkäufer geredet hast. Der kriegt kein Geld. Punkt. So, wir können natürlich jetzt erstmal fragen. Wir wissen ja gar nicht, was los ist. Warum? Was ist denn das Problem? Oh, hat dir das dieser Camps-Dealer nicht gesagt? Er hat meinen Jungen von Jet abhängig gemacht, ihm den Dreck auf Kredit verkauft und will jetzt von mir das Geld. Dieser Mistkerl kriegt keinen einzigen verdammten Kronkorken von mir. So, und jetzt sind wir wieder soweit. Jetzt können wir sagen, sie bedrohen. Also wir können uns auf die eine Seite packen oder wir können ihr helfen. Und vielleicht können wir das ja auch. Wir haben es ja ein bisschen geskillt. Versuchen wir es nochmal. Also du schuldest ihnen Geld. Wenn du zahlst, ist alles vorbei. Alle ziehen ihre Wege. Niemand wird verletzt. Okay, ich zahle. Aber dieser Mistkerl verkauft meinem Jungen kein Jet mehr. Hörst du das, Wolfgang? Du kriegst dein verdammtes Geld. Aber lass dich nicht dabei erwischen, wie du meinem Sohn nochmal Camps verkaufst. Kein Problem, Trudy. Dein Sohn ist sowieso total pleite. Okay, Krise beendet. Wenn du handeln willst, komm zur Theke. Abgeschlossen, sprich mit Rudi. Und jetzt können wir noch mit Wolfgang reden. Hey. Wir werden bezahlt und ich muss niemanden erschießen. Gut gemacht. Hier, soll ich dir meine Muntermacher zeigen? 100 Kronkorken. Ja, komm. Ich schau's mir an. Ich hab Zeug, das haut dich weg. Hoffen wir doch. Vielleicht haben wir ja Zeug, was dich weghaut. Du hast 295 Kronkorken und wir haben ein kleines bisschen gesammelt. Pass auf, ich gebe dir erstmal meins und guck mal, wir haben 12 Mal Jet. Zeitdauer für 5 Sekunden, das gefällt mir schon ganz gut, aber ich glaube, wir brauchen das nicht ganz so oft. 5 sollten 3. 140 Kronkorken, ja klar, machen wir. Mantis, die... Oh, warte mal, wenn wir da 3 behalten wollen. Guck mal, wie viel Kronkorken das Zeug bringt. Guck mal, wir sind jetzt schon bei 260 Kronkorken, die wir kriegen. Wir könnten dem hier 20 verkaufen. Das heißt, so, was hat Wolfgang denn dabei? Wasser dabei.
Ja, okay. Die Drogen sind billiger als das Wasser. Das muss man jetzt auch mal fairerweise dazu sagen. Du hast Stimpaks dabei. Stimpaks kostet 114. Das ist natürlich ein stolzer Preis. Nee, komm, erstmal machen wir das so. Jetzt hast du noch 35 Kronkorken. Jetzt muss ich mal gucken, was kann ich dir denn noch so verkaufen. So, wir haben 11-mal Psycho, Schaden 25% mehr. Das ist schon ziemlich cool. Wenn wir ihm davon ein paar verkaufen. Stimpaks finden wir so. Komm, ist egal. So, und der Kumpel von Wolfgang, der ist hier. Ich Die bin die Kumpelin. starke Schätzchen. Mach mich nicht sauer, okay? Ich mach den nicht sauer. So, hätten wir sie erschossen, hätten wir dieses Stimpak kriegen können. Naja, gut, Wir okay, haben was wieder soll's. geöffnet. Mit etwas weniger Barem, dank dir. Willst du das wieder gut machen und was kaufen? Vielleicht später. Achso, nee, ich wollte. Der Laden hat geöffnet. Was willst du? Ich wollte das Bist du machen. Jetzt alleine klar? Ja. Es wird dauern, bis mein Sohn von den Camps runter ist, aber wir schaffen das. So wie immer. Kommen wir zum geschäftlichen Teil. Brauchst du was für unterwegs? Klar, ich schau's mir an. Von allem etwas. Es gibt diesen Teil in mir, der ich jetzt Drogen verkaufen will. Wird das funktionieren? Warte mal. Wir haben ja noch ein bisschen Psycho hier, ne? Warte mal. Wir könnten hier alles verkaufen. Es würde. Ja, komm, für deinen Sohn. Okay, das ist ein bisschen kaputt, aber okay. Was hat sie denn noch dabei? Polizistensonnenbrille. Mais haben wir selber. Was kostet das Stimpak? Ist bei ihr 4 Kronkorken billiger. Haarklammern brauchen wir nicht. Schrott gucken wir uns mal ein bisschen durch, was sie so hat. Oh, sie hat ein paar Kleinigkeiten. Machen wir das mal so. Für deinen Sohn. So, und du, kleiner Mann? Patrick. Hi. Ich nehme nie wieder Ted. Ich schwör's. Ja, ich habe dir ein bisschen Psycho dagelassen. Also. Knallt auch. Und macht mehr Schaden. Da kannst du dich ein bisschen besser wehren. Menschlich ein bisschen kaputt, aber es hat funktioniert. Hey, das war es doch wert. Oh, was ist denn mit dir kaputt? Ja. Gammelkala, wer bist du denn? Was willst du hier? Willst du handeln, mich ausrauben oder nach dem Weg nach Diamond City fragen? Fahren wir nach Diamond City. Nee, Diamond City fragt wahrscheinlich jeder. Wenn wir drohen, wollen wir eh nicht. Handeln wollen wir auch nicht. Und komm, wir versuchen es einmal so. Ich suche nur nach der Liebe, Süße. Ha, Junge, da bist du hier am falschen Ort. Meine Tage der Liebe sind längst vorbei. Ich sag dir was, Klugscheißer. Du hast ein altes Mädchen immerhin zum Lachen gebracht. Wenn du handeln willst, bekommst du einen Rabatt. Und dann sag doch mal, dass du mit Sarkasmus nicht weiterkommst. Was Ja, hat sie denn ich schau dabei? mal, was du hast. Ja, immer mit der Ruhe. So, wir haben Gammelkala gefunden, eine weitere Händlerin hier. Was hat die Gammelkala denn so Schönes dabei? Auch nichts mit einem Sternchen bis jetzt. Und die Stimpaks kosten, guck mal, kosten bei ihr 103, wird immer billiger. Gibt es noch irgendwas, was wir ihr verkaufen wollen? Ich bin ein kleines bisschen unsicher, was unsere Munition angeht. Wir könnten natürlich jetzt die ganzen Waffen verkaufen. Na komm, nicht. Nee. Vielleicht ein andermal.
gehen wir mal zurück nach Hause. Ein bisschen durch die Nacht. Und dann würde ich vorschlagen, wenn der Tag anbricht, dann könnten wir... Habe ich gerade Lexin gesagt? Concord natürlich. Und dann können wir ja mal, wenn wir schon dabei sind, in Sanctuary ein bisschen aufräumen, Mini-Baufolge machen oder zumindest mal gucken, was möglich ist oder mal schauen. Und dann gibt es wahrscheinlich schon eine neue Siedlung, die unsere Hilfe braucht. Es gibt immer eine neue Siedlung, die unsere Hilfe braucht. Aber zumindest in hier Templines Buff können wir sagen, hey, wir waren Corviga und die Raider, die in einer Riesenfabrik voller Drogen sind, die werden euch nie wieder überfallen und euch eure zwei Maiskolben weghauen. Das wird nie wieder passieren. Und am Anfang macht das noch irgendwie Sinn oder am Anfang ist da noch, ich glaube, Corviga ist immer die erste Stelle für Raider, die wir angreifen müssen. Und am Ende wird das dann echt ein bisschen random bei Fallout 4 und da merkt man auch, okay, jetzt haben wir das Spiel lang genug gespielt. Aber vielleicht kommen wir zu dem Punkt ja gar nicht. Wir wissen es ja noch nicht. Hallo Sanctuary. Und was die Raider betrifft, wir müssen natürlich auch hier mal ein ganz, ganz kleines bisschen nicht nur aufräumen, sondern auch etwas mehr Schutz bieten. Dann wird Sanctuary ein strahlender Stern. Nee, hier, das Haus müssen wir gleich mal ein bisschen aufräumen hier. So. Genau, die Maispflanzen, das müssen wir ja auch gleich. Tut mir leid, ich wäre gerade keine gute Gesellschaft. Ja, aber du willst nicht. Ich will nur ein bisschen handeln. Ich hätte mehr tun sollen. Hoffentlich bezahlen die Raider für ihre Taten. Ja, ein paar Raider haben wir schon abgemurkst gerade. So, was haben wir denn hier? Such dir einfach eine gute Stelle und pflanz was auch immer du hast. Frische Nahrung wäre echt eine schöne Abwechslung für uns. Ja, mach ich gleich. Mach ich gleich fertig. Würdest du mich vorbeilassen, Sturges? Danke. So, Dogmeat? Wo ist dieser Hund schon wieder? Dogmeat! Hund! Komm mal her. Hey! Untersuch Sturges. Das gibt Ärger, glaube ich. So, alles nehmen. Jawohl. Dann schleichen wir uns mal langsam. Ganz, ganz langsam. Ja, da machen wir gleich doch mit. Ganz langsam schleichen wir uns Richtung Werkstatt. Wir müssen langsam aufschreiben. Auch das ein weiterer Punkt, der bei Fallout 76 noch ein bisschen besser war. Da ging es sofort auf die Aktionspunkte. Hier müssen wir das erst skillen. Also es geht auch, dass wir da noch ein bisschen laufen können. Hätte ich ja nicht gedacht, dass das noch so viel wird. So, wir haben noch einen Harnisch. Warte mal. Haben wir einen Harnisch an? Nee, haben wir nicht. Aber wir haben Gurtzeug. Okay. Und so sieht man auch unseren Vault-Anzug ein bisschen mehr. Kommt, das verwerten wir. So, nicht alles verwerten. Es wird uns angezeigt, was wir anhaben, oder? Ja, wird uns angezeigt.
Rüstung aus Stahl, hat aber nicht so viele Rüstenwerte. So, das war's. Und jetzt, das können wir auch mal kurz durchgehen. Wir haben den linken Arm ausgerüstet und wir brauchen keine Rezepte finden. Das können wir alles machen, wenn wir die Sachen haben, beziehungsweise wenn wir dann den Skillpunkt Wissenschaft und so weiter haben. Wir können, was wir schon machen können mit den Sachen, die wir dabei haben, wir können das ein bisschen gekocht, dann haben wir nicht mehr ein, sondern zwei und nicht mehr drei, sondern vier. Und Gurtet bringt uns dann noch ein bisschen mehr. Das werden wir jetzt tun. Was wir noch nicht können, und das siehst du, benötigt der Rang Rüstmeister. Irgendwann können wir das Ding auch noch vernieten. Ohne Extras haben wir. Wir können das Ding etwas leichter machen. Dann wiegst du nur noch 2 statt 3. 2,2, naja gut. Oder wir können ein paar Taschen dazu packen. Und ganz am Anfang, sind wir ehrlich, brauchen wir Taschen. So, der ist schon umgürtet. Das ist schon gehärtet, das linke Bein. Das ist auch das Beste, was wir machen können, glaube ich. Jawohl, ja. Und hat auch schon Taschen. Auf das wir ein bisschen mehr mitnehmen können. So, das war die eine Station. Schleichen wir uns zur Waffenstation. Und verwerten alles, was wir da so gefunden haben. Ich soll mal gucken. 2 Holz. Hinkt ein bisschen hinterher, der Gute. 5 Stahl. Okay, der bringt nur Stahl. Da müssen wir das auch skillen, dass dann auch so ein paar Federn dazukommen. So, die Maschinenpistole, Feuerrate 127. Ja, aber. Da ist unser Scharfschützengewehr, was wir benutzen. Die Schrotflinte benutzen wir nicht. Das können wir so machen. Impro-Gewehr haben wir ja. Unsere Lasermuskete bleibt auch. Unsere 10mm bleibt auch. Und die Kampfflinte, das ist das, was wir benutzen. Taktisch, also 17 Schaden. 17 Schaden. Präzision 67, die ist ein kleines bisschen besser. Und hat ein Visier schon. So, können wir da irgendwas verbessern? Wir können ja, einen Elektroschocker draus basteln. Dafür bräuchten wir dann den Schmied und Wissenschaft. Das kommt vielleicht noch. Und fügt elektrischen Schaden hinzu und betäubt möglicherweise. Dazu brauchen wir dann auch schon Rang 2 Schmied und so. Also du merkst, wir können unsere Waffen, die wir lieb haben, ein bisschen modifizieren. Und wir können sie von vornherein umbenennen. Das haben wir auch noch nicht erwähnt. Selbstverständlichkeit in Fallout 4 musste dann irgendwie erst bei Fallout 76 mit Patch, ich weiß nicht welcher das war. Die Updates von Fallout 76 sind ja irgendwie dreimal so groß wie das Hauptspiel mittlerweile. Naja, gut. So, was können wir denn verbauen? Wir können schweren Verschluss. Ich gucke einfach mal kurz auf den Schaden, dass der ein bisschen mehr wird. 14 statt 13, naja. Und ich versuche wirklich mich zu bessern. Du musst dich nicht entschuldigen. 16, erhöhter Schaden. Das klingt also doch super, das machen wir. Okay. Stummelauf. Nö. Danke, nö. Verlängerter Lauf mit 185. Das ist schon ganz gut. Da haben wir schon den besten, den wir momentan haben. Jemand muss sich um sie kümmern, wenn wir was ernten wollen. Das Visier gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Können wir hier noch was machen? Die Präzision, das... Nee, das lassen wir. Und ein großes Bajonett, das wir auch zuhauen können. Wenn wir das wegmachen, haben wir ein bisschen mehr Reichweite. Also ist ja unser Snipergewehr. Das heißt, eigentlich brauchen wir da kein Bajonett dran. So, 203 Reichweite und wir haben 338 Schuss. Das klingt doch schon mal ganz gut. Die Lasermuskete, was können wir denn da so ein Schiss machen? Stufe 3 Kondensator können wir schon nehmen.
Nehmen wir. Wir können eine Pistole draus machen. Immer 30 Schaden. Ich gucke gerade, was der Unterschied ist. 107. Und da steigt auch nur der Wert. Lassen wir sie erstmal. Dadurch wird sie nur schwerer. Präzision wird mehr. Unsere Kampfflinte. Da musst du kurz durch, das muss eben sein. Standardverschluss 55, 62 mit dem Gehärtetenverschluss und da kommen wir noch nicht ran, ne? Das dürfen wir nicht. Jawohl, ja, machen wir. Da haben wir schon alles, was momentan geht. Da haben wir auch was momentan geht. Trommelmagazin. Überlegene Nachladegeschwindigkeit. Also was, glaube ich, okay bis jetzt. Standardvisier. Auch mit der ein bisschen zielen wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, wenn wir wenigstens ein bisschen was hätten. Präzision 43, kurz. Oh, mit der snipern wir ja nicht so sehr, ne? Die hat eine Reichweite von 71. Aber wir können den Kreis nehmen. Das war zumindest ein kleines bisschen was. So, hier im Bajonett, dann haben wir nur noch 53. Nö. 10mm Pistole. Was geht denn da? Wir haben 18 Schaden. 19. 22. 27. Da geht es natürlich noch rauf, aber geht noch nicht. Die gehärteten Verschlüsse, du merkst, das ist momentan das, was wir machen wollen. Reichweite 119. Klar. Komfortgriff, ein bisschen hübscher, ein bisschen mehr Präzision. Nehmen wir auch gerne noch mit. Das müssen wir skillen. Schade. Da geht noch nichts. So, unsere Kampfflinte haben wir ja schon und den Starkstock haben wir auch. So. Und den ganzen Schrott einlagern und dann sind wir bei 120 von 320. So sieht das nämlich aus. Und wenn es gleich hell wird in Sanctuary, dann bauen wir hier mal ein bisschen um. So. Na, Dog Meat, wie einen anguckt, ne? Dann war das diese Folge von Fallout 4. Danke, dass du, ja genau, du dabei warst. Frag mich in der Zwischenzeit nicht, wann wieder neue Folgen Fallout 76 kommen. Solange es nur der nukleare Winter ist und solange alle in diesem Battle Royale PvP-Modus sind, wird es da, glaube ich, nicht viel geben. Aber spätestens mit Wastelanders sind wir wieder in Appalachia. Kann ich schon mal versprechen. Es sei denn, es passiert irgendwas oder ich spiele Fallout 76, was ich ja tatsächlich gerade momentan gar nicht so tue. Wenn ich Fallout 76 mal wieder ein bisschen mehr spielen würde und ich da im Aufseherrang steigen würde, dann gibt es da auch mal eine kleine Folge. Oder wenn der Garthfinder oder einer von meinen anderen Homies doch mal mitspielen würde, dann machen wir nochmal ein Let's Play Together, aber ich weiß nicht wie und wann und wo. Wenn, sage ich's. Ansonsten, bis morgen, dann gibt es eine neue Folge Fallout 4. Danke fürs Zugucken, wie gesagt, und schreib mir gerne was in die Kommentare, was du mir schreiben willst. Wenn dir dieses Let's Play gerne gefällt, dann lass mir doch auch gerne ein Däumchen da. Und wenn wir genug Kommentare gesammelt haben, dann reisen wir gemeinsam durchs Ödland und reden ein bisschen. Dann bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao. Dein Niveau. Tschüss.